Gut, dann fangen wir mal an. Ich betrachte Open Source bzw. freie Software, jetzt muss ich mich selber dran an der Nase nehmen, freie Software immer jetzt bei dem Vortrag im Gegensatz zu proprietärer Software. Und proprietäre Software ist halt das, was Closed Source Software ist, kommerzielle Software und so weiter und so fort, wobei natürlich auch freie Software kommerziell betrieben werden kann. Und ich muss gleich vorweg schicken, das Thema ist endlos. Da kann man Jahrzehnte drüber referieren und diskutieren. Das heißt, ich habe nur ein paar Aspekte herausgepickt von dem Thema, um eben diese wenigen Aspekte zu beleuchten. Und ich hoffe, dass auch für diejenigen, die sich mit freier Software prinzipiell auskennen, ein paar neue Sachen dabei sind. Wenn es Fragen gibt, bitte jederzeit mich unterbrechen. Es geht halt dann maximal nur zulasten von den letzten Folien, was ich nicht hoffe, aber ja, wird hoffentlich ein interaktiver Vortrag werden. So, ich muss anfangen mit der Definition, nämlich, habe ich ja schon kurz gesagt, Open Source und Free and Open Source. Wer kennt den Herrn da? Wer ist das? Richard Stallman, genau. Er hat direkt eine A-Version, es ist einer der Urgesteine, der freie Software-Urgesteine und hat schon freie Software geschrieben und weiterverbreitet, bevor es noch irgendeine Art von Begriff dafür gegeben hat. Frühe 80er Jahre. Sehr viel Software ist von ihm ausgegangen, die jetzt noch eingesetzt wird und er ist Verfechter eben der Fraktion, dass man eben freie Software sagt und nicht Open Source. Also da gibt es ein bisschen einen philosophischen Disput innerhalb der Community und er ist derjenige, der immer stetig darauf hingewiesen hat, dass es freie Software sein soll und nicht nur Open Source, und er ist auch Verfechter von durchgehend freie Software, das heißt, er verwendet zum Beispiel auch nur Computer, die durch und durch mit freier Software betrieben werden und kein proprietäres BIOS und so weiter und so fort. Komme ich später nochmal kurz dazu. So, zu diesem Thema, das an sich schon komplex genug ist, oder auf dieses Thema, das an sich schon komplex genug ist, gibt es sehr viele verschiedene Blickwinkel. Also das wird noch komplexer, wenn man sich anschaut, die verschiedenen Blickwinkeln, die mit dem Thema zu tun haben. Einige davon stehen da auf der Folie, zum Beispiel, ich kann Softwareentwickler sein im Sinne von einer Firma oder im Sinne von in meiner Freizeit und mich der Frage stellen, okay, was mache ich jetzt? Unter welcher Lizenz stelle ich mein tolles Ding, das ich da programmiert habe? Ist das jetzt quasi freie Software oder Open Source Software, welche Lizenz, da gibt es ja sehr viele, unter denen man wählen kann. Und dann gibt es natürlich die andere Seite von den Consumern, und da gibt es auch wieder die zwei Seiten. Entweder bin ich halt eine Privatperson, die Software verwendet und eben auf dem privaten Desktop zum Beispiel Linux einsetzen will oder halt auch unter Windows von mir aus LibreOffice einsetzen will. Ich meine, das hat ja nicht immer nur mit Linux zu tun, also das ist kein Linux-Vortrag per se, wie die meisten Vorträge an den Linux-Tag. Und dann gibt es wiederum Firmen, die ihren Mitarbeitern Software zur Verfügung stellen wollen, müssen, mit denen sie ihre Arbeit erledigen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ist es okay, wenn ich jetzt in diesem kommerziellen Umfeld diese Lizenz von einer freien Software einsetze oder nicht? Es sind lauter interessante Aspekte, die sich daraus ergeben. So, die Frage ist nun, ich würde gern vom Publikum wissen, aus welcher Ecke ihr euch selber seht. Also ich habe jetzt da vier beispielsweise Sichtpunkte und jetzt würde ich gern wissen, wer sieht sich eher im linken oberen Eck? Hand hoch. Okay, ein paar weniger. Wie viele von euch sehen sich im unten rechten Eck auf der Consumer-Seite? Okay, passt. Ja, das war auch meine Vermutung, dass die meisten hierinnen eher das aus der Benutzersicht, aus der Konsumentensicht sehen. Egal, ob jetzt Firma oder nicht Firma. Nur aus Interesse, wer davon ist jetzt rein als Privatperson hier? Okay, und wer davon ist jetzt in der Position einer Firma und
erkundigt sich aufgrund... Bitte? Ja, natürlich, man kann zweimal aufzeigen. Ist nichts dagegen einzuwenden. Passt. Das trifft sich, weil ich habe mich natürlich auch bei der Vorbereitung von dem Vortrag auf ein paar Aspekte konzentrieren müssen und ich habe jetzt einmal schon voraus angenommen, dass eben die meisten Leute hierinnen vom rechten unteren Eck, in dem Fall also von der Konsumentensicht her hierinnen sitzen. Wunderbar, keine Themenverfehlung, ihr müsst nicht aufstehen und gehen. Freut mich. Passt. Im Rahmen dieses Vortrags habe ich einmal ein paar Visuals gesucht, um ein paar Aspekte leichter auf die Folien darstellen zu können und habe dann als Symbol für freie und offene Software mir das Icon ausgeborgt von der Open Source Initiative. Ich bin nicht mit denen irgendwie verbandelt, ich bin kein Mitglied, ich bin nicht von denen bezahlt. Ich habe es einfach nur hergenommen, weil es ein schönes Symbol ist, um eben für freie Software zu stehen. Und auf der rechten Seite habe ich mir von jemandem, meine Quellen sind immer da unten eingeblendet, der hoffentlich entsprechende Rechte besitzt, habe ich mir das Icon ausgeborgt als Symbol für geschlossene proprietäre Software. Und dann habe ich natürlich noch ein positives, ein neutrales und ein negatives Symbol für ein paar Aspekte, hauptsächlich für die nächste Folie herausgesucht. Nur damit ihr wisst, mit dem grünen offenen Kreis ist eben jetzt die freie und offene Software gemeint und mit dem roten, wenn ihr das so seht, meine ich eher die geschlossene Closed Source Software. So, jetzt kommen wir zu den einzelnen Aspekten. Ein wichtiger Aspekt, und das wird dann meistens diejenigen, die auf der Business-Sicht sind, freuen, dass ich den damit hineingenommen habe, ist die Kostensicht. Und nur um zu veranschaulichen, dass es nicht nur um die Kosten geht, wenn ich ein Produkt kaufe, sprich, wenn ich jetzt ein Microsoft Office Produkt für mich oder meine Firma kaufe, das ist nur ein kleiner Teil von den Kosten. Wir haben sehr, sehr viele andere Aspekte, die mich als Firma auch kosten. Also oben habe ich eben Once-Only-Purchase, also das ist das, wenn ich die Packung kaufe, entweder im Mediamarkt oder im Großhandel oder bei meinen Lieferanten. Und dann habe ich zum Beispiel wiederkehrende Kosten, wenn ich zum Beispiel ein Lizenzmodell habe, wo ich jährlich was zahle. Ich habe Supportkosten, wenn ich das kommerziell einsetze, möchten die Firmen meistens jemanden haben, den man anruft. Wie viel das jetzt bringt, steht auf einem anderen Blatt, aber die Firmen wollen das. Dann kommen noch indirekte Kosten hinzu, wie zum Beispiel Trainingskosten. Das heißt, wie viel kostet es mich, wenn ich meinen Mitarbeitern das Wissen vermitteln muss, möchte, kann, damit sie das Ding verwenden? Dann kommen Kosten dazu, wie viel kostet es mich, wenn das Ding down ist? Gut, da ist die Lizenz von dem, was gerade nicht funktioniert, relativ nebensächlich. Allerdings wird es wahrscheinlich einen Unterschied geben, wenn ich quasi instabile Software einsetze und stabile Software einsetze. Also habe ich das dann mit aufgenommen auf die Folie. Dann in den letzten Jahren ist es zunehmend in die mediale Aufmerksamkeit gekommen. Wie schaut es aus mit Security Issues? Wie groß ist mein Aspekt, dass ich gehackt werde, dass ich Daten verliere, dass ich in der negativen Presse aufscheine. Also sehr viele Vorfälle in den letzten Jahren hat es gegeben, wo dann plötzlich eine Firma oder ein Produkt ganz, ganz negativ in der Presse war, weil es halt ein eklatantes Sicherheitsproblem gegeben hat. Und das allein ist schon ein Risiko für eine Firma. Sollte man nicht außer Acht lassen. Und natürlich, ganz schlimm ist es, wenn man Kundendaten auf diese Art und Weise verliert. Wenn plötzlich ein großer Dump von meiner Kundendatenbank im Darknet auftaucht und dann Millionen Leute Zugriff haben auf meine geheimsten Firmengeheimnisse. Also entweder auf meine Firmengeheimnisse im Sinne von, ich habe Wissen, das meine Konkurrenz nicht hat und daraus mache ich Business, oder Reputationsverlust oder eben meine Kunden werden dadurch betroffen. Ich meine, das ist oberpeinlich schlechthin, wenn ich nicht in der Lage bin, die Daten, die ich von meinen Kunden bekomme, die sie mir anvertrauen, die ich von ihnen gerne haben möchte, wenn ich auf die nicht gescheit aufpassen kann.
Ich wage zu behaupten, dass die meisten Firmen das nicht gescheit machen und dass die Spitze des Eisberges nur in den Medien erscheint und der große Rest darunter, von dem weiß man nie was. So, dann gibt es andere Kosten, wie zum Beispiel, wie viel kostet es mich, das Produkt in mein System, in meine Firma, auf meinen Rechner als Privatperson, dass ich das integriere. Ja? Wie schaut es mit Schnittstellen aus? Wie schaut es aus mit offenen Dateiformaten? Wie schaut es aus mit Backup-Möglichkeiten? Wie viel kostet es mich, dass ich das Ding nicht nur integriere, sondern sogar so weit anpassen kann, dass es auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist? Customization. Und natürlich, das wird von Firmen wahnsinnig gern ignoriert, aber ich finde das ein riesengroßer Faktor, jetzt nicht unbedingt aus Kostensicht, indirekte Kostensicht, was kostet es mich langfristig, wenn ich mich jetzt auf einen Lieferanten festnagle? Ich setze Produkt X von Firma Y ein und verkaufe mich dadurch, weil die setzen vielleicht ein proprietäres Datenformat ein, und die Kosten von diesem Produkt X von der Firma Y wegzumigrieren, sind dann so groß, dass ich keine andere Wahl habe, als einfach alles zu kaufen, alle Updates zu nehmen, was Firma Y mit Produkt X liefert in Zukunft. Das ist eine schlechte Ausgangsbasis und da gibt es Millionen von Beispielen wahrscheinlich, wo das der Fall war, wo ich einfach als Kunde gefangen bin. Ich kann mich nicht aus diesen Fesseln befreien, einfach weil die Kosten einer Migration mich umbringen würden. Und das ist sehr schlecht. So, das, was mir persönlich ein Riesenanliegen ist, ist, dass man sich bewusst wird, dass man, wenn man in freie Software investiert, investiert man im allgemeinen Fall automatisch in sein eigenes Wissen. Man investiert in sich selbst, man investiert in seine Mitarbeiter, wenn es jetzt um Firmen geht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt irgendein Beispiel her, wo es wahrscheinlich in jeder Firma ein Thema ist, Groupware. Microsoft Exchange ist meiner Meinung nach auch wahrscheinlich das beste und am sinnvollst einzusetzende Groupware-System. Leider. Es ist zwar mit dem weltschlechtesten E-Mail-Client Outlook verbunden, aber als Groupware ist es unschlagbar. Leider. Es gibt ein paar Open-Source-Alternativen, die sind gut, aber noch lange nicht so ausgereift, stabil und so weiter wie Exchange. Nur, wenn man jetzt auf eine Alternative setzt und die paar Unzulänglichkeiten der freien Software akzeptiert, dann hat man den Vorteil, dass wenn irgendetwas passiert, wenn ich das Ding erweitern möchte, wenn das einfach nicht meine Anforderungen hundertprozentig entspricht und ich möchte es verbessern, dass ich dann selber Hand anlegen kann und vor allem, weil ich das selber aufgebaut habe, weil ich die Software selbst aufgesetzt habe, weil ich die Software selber warten kann, habe ich selber das Know-how, in das Ding hineinzuschauen, wenn es freie Software ist, und anzupassen notfalls. Und ich kann mir selber helfen. Und das kann man schlecht in Euros oder Dollar ausdrücken, aber das ist ein riesengroßer Unterschied. Deshalb bin ich persönlich der Meinung, selbst wenn teilweise, ja, ich sage jetzt nicht, jede Open- und freie Software ist schlechter wie das kommerzielle Pendant, ganz im Gegenteil, die meisten freien Softwareprodukte sind meistens besser als irgendwelche proprietären Lösungen, aber in dem Fall mit Groupware würde ich schon sagen, dass Microsoft relativ gute Arbeit da gemacht hat und deswegen ist es ja auch so, dass in den meisten Firmen Exchange am Laufen ist und nicht Open-Source-Alternative. Nur, wenn etwas ist, dann kann ich mit Exchange beschränkt bis gar nichts machen. Ich muss dann mit der Unzulänglichkeit leben. So, das heißt, es gibt da den Aspekt, und den möchte ich bitte ganz, ganz deutlich unterstreichen, entweder ich investiere in mein eigenes Wissen oder in das Wissen meiner Mitarbeiter, oder ich schaufle einfach ein paar tausend Euro, im optimistischen Fall, meistens sind es mehrere 10.000 Euro, einfach in Richtung USA, und habe dadurch prinzipiell einmal das Recht, die Software zu nutzen, aber das war's. Ich kann Exchange nicht oder nur in sehr, sehr kleinen Bereichen an meine Anforderungen anpassen. Ich kann da nichts Grundlegendes machen. Ich kann schon gar nicht irgendein Feature hinzu implementieren, das Microsoft nicht vorgesehen hat. Und so weiter und so fort. Also mir persönlich ist das ein sehr großes Anliegen, dass das Bewusstsein gehoben wird, ich investiere in mein eigenes Wissen.
dass ich mir selber helfen kann. Dadurch ist es natürlich auch wichtiger, dass man seine Mitarbeiter dann längerfristig behalten möchte und so weiter und so fort. Da ergeben sich ein Haufen Nebenaspekte, die ich auch sehr positiv herausstreichen möchte. So, gibt es zudem eine Frage oder Anmerkung? Passt. Support, habe ich schon erwähnt. Ich kaufe mir ein proprietäres Produkt mit einem Supportvertrag, der mir sehr, sehr viele Euros pro Jahr kostet. Hand hoch, wer hat schon einmal kommerzielle Support-Hotline in Anspruch genommen? Okay, passt. Von denen jetzt. Wurden alle Supportanfragen zu eurer Zufriedenheit beantwortet? Hand hoch. Okay, sind schon weniger. Ja, ist auch meine Erfahrung. Bin schon öfters in der Lage oder in der misslichen Lage gewesen, dass ich halt Firma X, ich habe jetzt Microsoft und Oracle hergeschrieben, aber es gilt im Prinzip für jede Firma, mit einem dringenden Problem angerufen habe. Und das Erste, was ist, ich komme halt zum First Level Support und da muss man denen einmal klar machen, ja, ich habe den Knowledge Base besucht, ja, ich habe schon das System rebootet, ja, ich weiß, dass man das und das machen kann und so weiter und so fort. Dann braucht man mal 20 Minuten, bis man zum Second Level Support durchgestellt wird. Und das ist schon nervenaufreibend. Die 20 Minuten kosten mir, ja. Dann komme ich im besten Fall zum Second Level Support und im besten Fall kann er mir helfen. Aber in sehr vielen Fällen kann er mir auch nicht helfen, weil wenn ich schon mal als IT-Kundiger bei der Hotline anrufe und in den Second Level Support komme, dann ist das meistens auch eine durchaus qualifizierte Problemstellung und das geht am Telefon prinzipiell schlecht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mein aktuelles Problem übers Telefon für mich in vollster Zufriedenheit gelöst werden kann, würde ich mal sagen, ist gering. Und deswegen, meine persönliche Meinung, diese Hotline-Geschichte ist zwar, oder diese Supportverträge sind aus Firmensicht durchaus verständlich, aber dann praktische Nutzen ist nicht unbedingt so weit gegeben. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, ich investiere lieber in mein eigenes Know-how und dann kann ich mir selber helfen. Dann habe ich Administratoren, die das Ding in- und auswendig kennen, die haben das aufgesetzt und dann habe ich einfach meine Koryphäen in der IT-Abteilung und die können das selber fixen. Die sitzen halt vielleicht ein bisschen länger, das kostet mir auch, natürlich, das muss ich mit einrechnen, aber das Problem kann gelöst werden. Und nicht, ja, wenn der Second-Level-Support mir nicht helfen kann, dann brauche ich einen externen Consultant, der vielleicht das Zehnfache von meinen eigenen Leuten kostet und vielleicht kann man der helfen. Ah, na gut. Was natürlich dazu kommt ist, wenn ich selber das Know-how habe, meine Frage gut in einen Open-Source- oder Freie-Software-Bereich zu formulieren, auf GitHub, im Usenet, auf IRC, in irgendwelchen Webforen oder in, wie heißt das eine, wo man immer die Fragen stellt? Nicht Slashdot, wie heißt das? Stack, irgendwas. Stack Overflow, danke. Bin ja selber oft genug dort. Dort gibt es Experten, die Zeit investieren, meine Frage zu beantworten. Das ist ja Wahnsinn, nicht? Man stellt sich das vor, man hätte das zum Beispiel, nehme ich es nur wieder her, bei Microsoft die Möglichkeit, man hat ein Webforum und die Microsoft-Top-Experten antworten mir dort freiwillig. Kennt das wer? Kennt wer so ein Forum von Microsoft, Oracle? Echt? Wo denn? Bitte? Auf der Microsoft-Seite? Und wie stark ist da die Responsivität von denen? Okay, kommt man da auch ohne extra dazu bezahlen dorthin? Okay, gut. Passt, habe ich wieder was gelernt, also die Firma Microsoft, finde ich super, bietet da eine Forumsmöglichkeit, dass man Experten fragt. Okay, glaube nicht, dass das jede Firma so macht oder handhabt oder handhaben kann. Microsoft hat wahrscheinlich auch noch die Manpower, dass sie das durchstehen, aber ich würde sagen, die typische kommerzielle Firma wird das eher auf kleiner Flamme halten, respektive nicht die Experten, die selber die Software schreiben, dorthin schicken, sondern die haben halt dann extra Mitarbeiter, die nur beschäftigt sind, die Forenbeiträge zu beantworten. Egal. Jedenfalls habe ich mit meinen persönlichen Problemen auf diversen Problemstellungs- und Antwortungsplattformen sehr gute Erfahrungen gesammelt, wenn ich nicht einfach durch einfaches Bedienen einer Suchmaschine auf die Antwort, die jemand anderer schon vor mir, also die Frage, die jemand anders vor mir gestellt hat und wo die Antwort schon drunter steht, bereits finden konnte. Das ist natürlich bei freier Software wesentlich wahrscheinlicher als bei einer kommerziellen.
Ja, natürlich. Es gibt immer wieder Communities, egal ob jetzt kommerziell oder nicht kommerziell, die sich finden, wo die Leute einfach sich gegenseitig helfen, weil eben die Community super ist und da genug altruistische Leute drinnen sind, die eben nicht jetzt immer nur auf die Uhr oder auf den Dollar schauen, um ihr Expertenwissen zur Verfügung zu stellen. Ich würde einmal sagen, da wird mir jetzt wahrscheinlich keiner widersprechen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür in freier Software, in der Community höher ist, wie bei kommerzieller Software. Auch die Benutzerschaft ist meistens größer. Okay. Ja, stimmt. Bei CAD.de, glaube ich, hast du gesagt, das ist schon, also da gibt es kaum freie Software. Das stimmt, ja. Nur da bin ich nicht so bewandert, war ich mal früher ein bisschen. So, zweiter Test, Dokumentation. Wer von euch hat schon mal Microsoft Office-Dokumentation gelesen? Boah, gibt es tatsächlich, wow. Wer hat schon mal LibreOffice-Dokumentation gelesen? Würde ich mal sagen, ungefähr gleich viel. Okay. Wer davon würde sagen, dass die Dokumentation bei proprietären Produkten besser ist? Okay. Wer sagt, dass sie bei freier Software besser ist? Okay, ich würde sagen, das ist jetzt ungefähr ausgeglichen. Meiner persönlichen Erfahrung nach würde ich eher sagen, weil es eben nicht nur die offizielle Beschreibung von LibreOffice oder irgendwelchen freien Software gibt, sondern auch sehr viele verschiedene Dokumentationsquellen, eben auch diese Foren und so weiter, die ich genannt habe, als auch die offizielle Dokumentation, als auch Usenet-Archive und so weiter und so fort, dass ich da wesentlich größere und breitere Möglichkeit habe, an Informationen zu bekommen. Also ich arbeite mit ein paar freien Softwareprodukten, die exzellente Dokumentation anbieten, wo sich so mancher proprietärer Softwareentwickler dahinter nur verstecken kann. Also das, glaube ich, ist der Vorteil eher an der freien Software. Aber natürlich, in Einzelfällen, wenn gerade Firmen sich darum bemühen, für ihre kommerzielle Software gute Dokumentation zu liefern, umso besser. Umso besser. Was allerdings die kommerziellen Softwareanbieter auf alle Fälle haben, ist das Problem, dass sie niemals ein perfektes Produkt ausliefern dürfen. Das darf nicht sein. Selbst wenn sie jetzt die Möglichkeit haben, das Problem für ein für alle Mal zu erschlagen, wer kauft dann Updates? Das funktioniert maximal mit einem Subscription Model. Das ist natürlich in dieser Richtung ein bisschen ein Game Changer. Also wenn ich jährlich oder monatlich so und so viele Euro für mein Produkt zahle, dann gibt es natürlich auch den Anreiz, dass der Anbieter das beste Produkt, das er nur zustande bringen kann, auf den Markt wirft, wenn er in der Position ist, dass er auf neue Kunden angewiesen ist. Wenn er schon quasi Marktführer ist, dann sinkt wieder dieser Anreiz. Im Allgemeinen ist es aber noch so, dass die Hersteller Hausnummer alle 12 Monate eine neue Packung herausbringen müssen, wo mindestens x neue Features umstehen müssen. Weil das ist der Kaufanreiz für die neue Version. Das ist der Kaufanreiz, die Update-Kosten zu tragen für Bestandskunden und so weiter und so fort. Das heißt, diesen Druck hat freie Software nicht. Freie Software hat diese hervorragende Position, von vornherein das Problem ein für alle Mal erschlagen zu können, wenn es möglich ist. Und dass es bei freier Software mehr um Evolution geht und nicht um Revolution. Weil wenn diese x neuen Features nicht einen revolutionären Mehrwert bringen, na, dann bleibe ich bei der alten Version und die proprietäre Firma wird mit mir kein Geld machen. Wenn Hausnummer Word 97 perfekt wäre und weiterhin für mich kein Problem wäre in der Benutzung, dann hätte ich nur immer Word 97 und nicht dazwischen fünfmal das Update bezahlt bis, was haben wir jetzt, 2013? 16? 2016er Office-Version. Open Source kann sich hier leisten, mehr auf kleine Änderungen, um das Problem kontinuierlich zu verbessern, die Problemlösung kontinuierlich zu verbessern, zu konzentrieren.
Das heißt, einfach nur das vorhandene Feature-Set stabiler zu machen, schneller zu machen, Kleinigkeiten zu ändern, das kann sich in dem Vergleich nur die freie Software erlauben, weil für kommerzielle Software das zu wenig Kaufanreiz bietet. Und natürlich, bei kommerzieller Software gibt es dann diese Forced Upgrade Cycles. Das heißt, keine Ahnung, Beispiel, Microsoft kommt jetzt mit Office 2019 mit einem neuen Dateiformat heraus, DocX oder DocY oder irgendwas, dann müssen Sie sich gut überlegen, ob Sie mit Office 2016 weiterhin Auskommen finden. Es ist ein de facto Standard, Microsoft behauptet, es ist ein freier Standard, ist es aber nicht wirklich und in der Praxis schon gar nicht. Wohingegen LibreOffice durchaus einen freien Standard unterstützt als Datenformat. ODT zum Beispiel, ja. Nein, also das wird jetzt ein bisschen kompliziert. LibreOffice speichert in freien Dateiformaten, die inzwischen Microsoft auch einlesen kann. Wie gut, steht auf einem anderen Blatt. Aber es geht. Durchaus praxistauglich. Wohingegen der umgekehrte Weg ist immer ein hinten nachlaufen. Weil Microsoft hat zwar in das eigene Format, das auch auf XML basiert, standardisieren lassen von glaube ISO und noch irgendwas, wobei das, was standardisiert wurde, ist nur ein altes Subset von dem, was sie jetzt verkaufen. Das heißt, sie haben da fleißig weiterprogrammiert und wenn man sich das genau durchliest, diesen Standard, da stehen so Dinge drinnen wie Feature X ist genauso, funktioniert genauso und ist so implementiert wie in Word 97. Aber es wird nicht erklärt, wie es in Word 97 implementiert worden ist. Das heißt, ja, okay, das ist jetzt ein freier Standard, der ist jetzt das Office Open XML, glaube ich, heißt der Microsoft Standard ursprünglich. Ich weiß nicht, ob sie sich noch immer das auf die Fahnen heften, jedenfalls eine Zeit lang haben sie das gemacht. Das ist ein pseudo-offener Standard. Wenn sie wirklich gemäß diesem Standard ein Dokument zustande bringen würden, was ich stark bezweifle, heißt es noch lange nicht, dass diesen aktuellen Office importierbar ist. Deswegen, wenn man wirklich an freien und zukunftssichere Datenformate braucht, dann muss man sich einfach an wirkliche, an echte freie Standards orientieren und nicht das, was proprietäre Firmen gern als pseudo-offen verkaufen. Weil die Entscheider, die können das nicht unterscheiden. Die sagen, oh, das hat einen ISO-Standard, das können wir kaufen, weil dann sind wir frei. Und die schauen nicht auf die Details. Und wenn man an so einen Entscheider auf C-Level in einer Firma das versucht zu erklären, dann kann man sie nur blamieren, so auf die Art. Nobody gets fired by Microsoft. Die Firma dahinter hat schon öfters gewechselt. Früher war es einmal IBM. Noch früher, glaube ich, war es General Electric oder irgend sowas. Also, ja. Okay. Gut, aber da wir uns da jetzt nicht zu sehr ins Detail verlieren, das mit den Dateiformaten, das wird dann noch komplex. Future-proof. Kommerzielle Softwarefirmen, die Software machen, haben oft das Problem, dass das Management sich etwas einbildet und dann zu den Implementierern einfach sagt, mach so. Ja? Egal, ob das jetzt aus technischer Sicht Sinn macht oder nicht. Das geht oft zu Lasten an Zukunftssicherheit. Das Thema Dateiformate hatten wir bereits, weil wie zukunftssicher sind meine Businessdaten vor 10 Jahren, wenn ich jetzt keine Software mehr habe, die es öffnen kann, dass das noch immer gleich ausschaut. Da gibt es auch rechtliche Dinge, die da eine Rolle spielen. Wie schaut es aus mit Erweiterbarkeit? Wie schaut es aus mit Maintenance? Das heißt, wenn ich mich aktiv um die Software kümmere, ich glaube, das leidet zusehends einfach mit, machen wir es einfach so, wir müssen das jetzt haben, wir brauchen das auf die Schachtel für die nächste Version und so weiter und so fort. Das ist wiederum ein bisschen ein subtiler Aspekt, aber wenn man sich das im Detail durchdenkt, kommen sehr wichtige Gegenargumente raus, aus meiner Sicht. Quality. Wie schaut es aus, wenn man freie Software mit kommerzieller Software vergleicht? Ich habe versucht, da möglichst objektive Quellen zu finden. Ich habe da auch was angegeben da unten. Eine relativ neue Studie von
mehr als 1500 Projekten, also das ist durchaus schon repräsentabel, hat eben die Qualität von freier Software mit proprietärer Software verglichen. Die Details kann man da unten beim Link selber nachschauen und haben herausgefunden, dass es weniger Fehler pro Line of Code, LOC steht für Line of Code, das heißt pro derselben Menge an Code hat freie Software weniger Fehler, bietet eine bessere Qualität, bitte Details stehen da in dem Link selber drin. Und was noch dazu kommt, freie Softwareprojekte ab einer gewissen Größe natürlich, bieten einen schnelleren Fix, wenn ein Security-Feature oder ein Bug entdeckt wird. Das, was dazu kommt, ist auch das Selbstverständnis von Bugs bei proprietären Produkten. Wenn ich eine kommerzielle Firma habe, betrachte ich meistens das Auftreten von einem Sicherheitsproblem oder einem Bug als etwas, was mich aufhält, neue Features zu entwickeln, damit ich mein Produkt besser verkauft. Das ist etwas negativ. Wohingegen bei den freien Softwareprodukten, wenn jemand einen Bug-Report schreibt, wo er ein Sicherheitsproblem oder eine Fehlfunktion aufzeigt, dann wird es immer sehr, sehr gern und wohlwollend akzeptiert, weil dadurch wird das Ding besser. Dadurch verhindere ich Datenverlust, Sicherheitsverlust für meine zukünftigen Benutzer. Und darum wird sich gekümmert, und zwar offensichtlich ernsthafter und schneller wie bei den großen Firmen. Wenn man bei einem kommerziellen großen Produkt, ich sage jetzt irgendwas, wieder mal Microsoft Office, Microsoft wird mich verfluchen, irgendein aktuelles Issue findet, was mir persönlich ein Problem bereitet in meiner Firma, und das ist eindeutig ein Fehler von dem Auslieferungszustand, na viel Spaß, da kann ich lang warten, falls sie überhaupt einmal meinen Fehler fixen wollen, den hoch genug priorisieren und das im nächsten Produkt bei mir landet, vergehen oft Jahre. Allerdings, so ehrlich muss man schon sein, die Mehrheit der freien und Free and Open Source Projects, die Mehrheit sind Einpersonenprojekte, haben irrsinnig schlechte Qualität, sind nicht von Security-Experten gemacht, wenn die eine Person nicht zufällig ein Security-Experte ist, insofern sind sie unsicher. Und haben eine sehr fragwürdige Zukunft, weil was passiert, wenn den einen Entwickler was passiert, dann ist das Projekt gestorben. Also die absolute Mehrheit an freier und offener Softwareprojekte ist von diesen Aspekten her fürchterlich. Nur, man muss ja das nicht unbedingt verwenden. Man hat ja dann im freien Softwarebereich oft hunderte Alternativen. Das heißt, ich muss mir nicht unbedingt einen Webbrowser aussuchen, der wahrscheinlich cool ausschaut, aber halt von 4 Leuten gemacht wird, irgendwo im australischen Busch, die halt da ein Projekt haben, das halt auf 2 Jahre finanziert haben und da kommt was Cooles raus und nach die 2 Jahre ist das Ding weg, sondern ich kann mir zum Beispiel Firefox aussuchen, auch freie Software, mit einer wesentlich größeren Schar an Entwicklern dahinter, wo ich davon ausgehen kann, dass das Ding für mich in 5 Jahren noch genauso benutzbar ist, ohne dass es jetzt unsicher wird und so weiter und so fort. Das heißt, von den freien und offenen Softwareprojekten, von denen ich rede, das ist die Spitze von dem Eisberg, wenn man so will, wo es eben eine große Community gibt, wo es viele Entwickler gibt, eine aktive Community, wo Sicherheitsprobleme schnell gelöst werden, davon gibt es jede Menge. Das heißt, die Softwareprojekte, die so Ein-Mann-Hobbyprojekte sind, die habe ich jetzt in meinem Vortrag nicht im Fokus. Davon gibt es genug, das ist die Mehrheit. Danke. Sicherheit. Ganz ein wichtiger Aspekt, auch wenn man das von der vorvorigen Folie da wiederholt, Risk of Security Issues, Leaks von meinen Kundendaten und so weiter und so fort, das möchte man, was geht, nur verhindern. So, freie Software ist keine Garantie für gute Security. Und noch einmal, wenn wir an der Stelle sind, wenn Ihnen jemand verspricht, das Ding ist absolut sicher, der kann nur lügen, weil absolute Sicherheit wird es nie geben. Sicherheit ist immer ein Prozess und das ist immer in dem Fall jetzt ein Zustand, der immer nur verbessert werden kann. So,
Freie Software ist keine Garantie für gute oder ausreichende Sicherheit, aber freie Software ist eine Voraussetzung für Sicherheit. Weil was nützt Ihnen, wenn eben ein kommerzieller Anbieter behauptet, so meine Software ist sicher, kauf's und setz ein, sie ist sicher. Ich kann dir vielleicht auch noch ein paar Zertifikate zeigen, schön. Nur, wer ist in der Lage, dieses geschlossene Stück Software, in das ich nicht hineinschauen kann, zu überprüfen? Geschweige denn, ich kann auch nicht überprüfen, ob das, was überprüft worden ist und das, was ich installiert habe, das gleiche ist. Es geht nicht. Das heißt, niemand kann bei geschlossenen Softwareprodukten sagen, was das Ding eigentlich macht. Und noch weniger kann man sagen, wie sicher es ist und welche Backdoors drinnen sind für irgendwelche Geheimdienste, die zum Beispiel in Amerika vorgeschrieben sind, gesetzlich. Also Industriespionage ist in Amerika zum Beispiel gesetzlich verankert. Wenn jetzt eine amerikanische Firma der Meinung ist, der Staat USA hat einen Vorteil, wenn er erfährt, wie Siemens in Deutschland etwas besser macht, dann ist diese amerikanische Firma in der Lage, zu den entsprechenden Diensten zu gehen und diese eine Auskunft zu verlangen, ob die vielleicht ihnen helfen können. Ja? Danach wird es ein bisschen schwammig, was da wirklich passiert. Aber man kann sich vorstellen, jeder von uns setzt wahrscheinlich proprietäre Software aus USA ein. Jeder hat noch die Snowden-Entdeckungen im Hinterkopf. Das ist Fakt. Wir sind denen mehr oder weniger ausgeliefert. So, deswegen, offene Software ist einmal eine Voraussetzung, dass irgendetwas einen gewissen Standard an Sicherheit bieten kann. Geschlossene Software, da weiß ich gar nichts, da habe ich keine Chance. Das habe ich schon erwähnt, Handling Bugs, das heißt für kommerzielle Firmen ist das oft eine Ablenkung, ein etwas Negatives, oh mein Gott, ich muss mich darum kümmern. Solange die Medien über dieses Sicherheitsproblem nicht berichten, investiere ich lieber keine Arbeit. Also das unterstelle ich jetzt allen kommerziellen Firmen. Wenn das jetzt nicht an die große Glocke gehängt wird, passiert nichts. Nix. Gar nichts. Microsoft, muss ich sagen, hat sich da in den letzten 10 Jahren enorm verbessert. Von null auf ein bisschen was. Die haben Sicherheit jetzt mittlerweile ernst genommen. Sie haben natürlich noch Altlasten, noch und nöcher. Aber die waren einmal da ein Paradebeispiel von gar nichts. Bis hin zu jetzt versuchen sie es möglichst gut zu machen. Das ist zumindest schon was. Aber freie Software hat es schon immer als Bereicherung fürs Projekt empfunden, wenn jemand ein Problem aufgezeigt hat. Login-Effekt. Nur ganz kurz, ich habe das schon genug erwähnt, glaube ich. Was passiert, wenn ich eben in der Situation bin, dass ich mit meinen Lieferanten, mit meinen Softwarelieferanten mithüpfen muss, komme, was wolle? Der weiß das natürlich, ich bin dem ausgeliefert. Das hat diverse Nachteile. München ist ein großes Beispiel von, die haben sich abgekoppelt daraus, das hat ihnen viel gekostet, nicht weil sie Linux kaufen haben müssen, sondern weil sie die proprietären Dinge neu programmieren haben lassen müssen. Das waren die großen Kosten in München, das darf man nicht vergessen. Italien, also das italienische Militär, geht auf freie Software. Frankreich, also gerade Polizei und auch Militär, setzt immer mehr auf LibreOffice und die entsprechenden Formate. Und jetzt relativ neu, Großbritannien setzt auch vermehrt auf freie Softwareformate, dass das abgespeichert wird. Es gibt natürlich noch mehr Beispiele. Ich habe da nur irgendwas rausgesucht. Die Folie wäre sehr lang, Gott sei Dank. Es gibt immer mehr Behörden und immer mehr Länder, die darauf setzen. Das stimmt. Nein, mit den Langzeiterfahrungen habe ich mich nicht da genug recht. Wie gesagt, das ist sehr endlos, das Thema. Also über diesen Aspekt da kann man locker einen halben Tag referieren. Und es wäre super, es würde mich echt interessieren. Auch die Langzeiteffekte würden mich interessieren, aber... Das in Wien, das kann ich da schon auch erklären, aber das wird jetzt zu weit führen. So, gut. Es gibt aber auch sehr gute Gründe für Closed Source Software. Nämlich, es gibt natürlich Nischenanwendungen, wo es halt nicht
genug freie Softwareentwickler gibt, damit sie sich damit beschäftigen. Vielleicht würde ich auch die CAD-Schiene dorthin reingeben, weil ich glaube, dass es zu wenig Leute gibt, die sich in ihrer Freizeit damit beschäftigen wollen, CAD-Software oder irgendwas anderes, was halt nur sehr wenig Leute betrifft, zu beschäftigen. Es ist halt nicht so sexy genug, ja. Deswegen in diversen Nischen wird es auf ewig proprietäre Software geben, was auch logisch ist. Wenn man schon von proprietärer Software oder Hardware abhängig ist, ich habe einen Hochleistungsdrucker oder Scanner oder irgendein Spezialding, eine Pipettiermaschine, die hat halt einfach nur ausschließlich einen Treiber für Microsoft Windows 8 oder XP im schlimmsten Fall, und dann kann ich mir das Betriebssystem oder die Zwischenschicht oder irgendwas oder eine nachfolgende Software nicht frei aussuchen. Da gibt es keine Diskussion. Ja. Also ich war Zeuge von genug sinnlosen Religionskriegen, freie Software, geschlossene Software im Internet, wo einer der Beteiligten einfach gesagt hat, okay, geschlossene Software ist einfach besser, weil ich da mein Excel habe. Und man ist halt dann im Laufe der Diskussion draufgekommen, der darf nur Excel verwenden. Da brauche ich aber nicht diskutieren, ob Linux oder Windows besser ist. Die Frage stellt sich gar nicht. Dann gibt es natürlich Software, wo man, geschlossene Software, wo man unbedarfte Anwender schneller zu aktivem Produzieren des Ergebnisses bringt. Ja? Also oft ist es so, dass halt die Benutzerinterfaces von freier Software nicht so leicht zu erlernen oder bedienen sind wie mit geschlossener Software und so weiter und so fort. Das ist durchaus ein guter und passabler Grund. Software as a Service wird meistens auch nur von Closed Source Software gemacht werden können. Wenn man speziell auf Support angewiesen ist, weil ich eben SLAs erfüllen muss und ich habe keine Consulting-Firma, dass man das für freie Software bietet, dann ist es klar, dass sie die Frage nicht stellt. Ein Problem ist auch, wenn ich wirklich aktiv Code produziere und freie Software reinnehme oder nicht, da gibt es wahnsinnig viele Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Lizenzen. Das ist wirklich eine arge Geschichte. Also ich war da schon bei ein paar Vorträgen von Rechtsanwälten, die Spezialisten durchschauen da selber nicht alles. Also das allein ist schon ein Grund, dass ich sage, okay, keine freie Software, Libraries oder so in mein Produkt, ich mache alles selber und das ist höchst proprietär, weil das tue ich mir nicht an. Ah ja, genau. Firmen lieben dieses Argument. Aber was ist, wenn was schief geht? Dann habe ich niemanden, den ich verklagen kann. Ja, stimmt. Da brauche ich dann eine Herstellerfirma, die dahinter ist und die ich verklagen kann. Nur rechne ich wirklich mit dem Fall? Passiert es dann wirklich? Also leider Gottes ist es noch sehr populär bei Entscheidern. Ja, aber da habe ich niemanden, den ich angreifen kann. Fürchterlich. So, meine Voraussage für die Zukunft ist, freie Software wird sich durchsetzen für alle New York 15 Anwendungen. Alle. Betriebssystem, Browser, Textverarbeitung und so weiter und so fort. Das wird in Hausnummer 20 Jahren nur mehr freie Software sein. Da gibt es genug Potenzial von Entwicklern, da gibt es genug Möglichkeit, dass die freie Software durch die iterative Verbesserungen jeden kommerziellen Produkt davonläuft. Die Entwicklungszyklen von freier Software sind länger, aber dafür stetig. Kommerzielle Anbieter kommen und gehen und die müssen oft von null beginnen. Die haben dann entscheidenden Nachteil. Wohingegen geschlossene Software wird eben in so Nischenmärkten und so weiter auf alle Ewigkeit wahrscheinlich existieren. Meine persönliche Prognose. Bin gespannt, wenn wir uns in 20 Jahren wiedersehen, ob es gehalten hat. Ich glaube daran. Noch kurz eine der letzten Folien. Die Kurve habe ich schon öfters gebracht und die passt bei so vielen Themen. In dem Fall habe ich aufgetragen, das Wissen, was ich habe auf der X-Achse, ja, also das kann ich machen. Das kann ich machen, das ist mein Wissen, das muss ich dazu wissen, dass ich das da machen kann. Also Y-Achse ist das meine Fähigkeit mit dem Ding. Oft, klassisch, Mausbedienung, geschlossene Software, da bin ich auf der Linie. Ich kann mit relativ wenig Lernaufwand, das kann man auch als Zeitachse sehen, mit relativ wenig Lernaufwand kann ich bald auch was machen. Aber
Irgendwann stehe ich da an. Wenn ich keinen weiteren Menüpunkt habe, wenn die Software mir das nicht anbietet, dann stehe ich an. Dann kann ich nichts mehr machen. Wohingegen oft ist die Lernkurve bei freier und offener Software so, dass ich ein bisschen länger brauche, bis ich in die Gänge komme, aber ab dem Zeitpunkt, da habe ich das Lachen, weil dann werde ich nur durch mein eigenes Wissen beschränkt, das sich stetig weiterbildet. Das Wissen, was ich in den 90ern und in den Nullerjahren in Windows aufgebaut habe, kann ich jetzt nehmen und wegwerfen, das brauche ich nicht mehr. Das heißt, die Kurve geht auch wieder da runter. Ja, mit einer neuen Office-Version muss ich wieder Sachen neu lernen. Mit einer neuen Windows-Version muss ich wahrscheinlich meine Admins neu ausbilden. Ja. Bei freier Software, das, was ich in den 90er Jahren über Linux gelernt habe, ist zu 95% 1:1 nach wie vor einsetzbar. Das ist das Coole. Ich investiere in mein Wissen und zwar langfristig. Das, was ich in den 90ern über proprietäre Software gelernt habe, ist null und nichtig. So, Aspekte, die ich nicht betrachtet habe, Try Before Buy, License Hell, kurz angeschnitten, Open Hardware, ich habe leider keine freie Hardware mit, weil ich noch nicht mit dem Aufsetzen fertig bin, auch ein wichtiges Thema und, also man sieht schon, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, das Thema weiter aufzubereiten, habe ich leider nicht gemacht. Hier habe ich noch eine kurze Folie mit Lessons Learned, ich bin schon in Überzeit, ich weiß. Noch kurz, bitte gebt nicht nur mir, sondern jedem Vortragenden von den Grazer Linux-Tage Feedback beim Programm. Wenn man dann auf den einzelnen Vortrag klickt, kann man rechts unten ein Feedback geben. Bitte schreibt es mir, was hat euch gefallen an dem Vortrag, was hat euch nicht gefallen. Schreibt mir Aspekte, die ich nicht genannt habe. Wahrscheinlich bin ich mir dessen nicht bewusst, aber wie ihr schon merkt, ich habe ein Problem mit der Zeit und ich bräuchte wahrscheinlich noch 20 Stunden, um alles zu covern. Und für Leute, die eben über Privatsphäre und so weiter, was ich blogge, mich weiter verfolgen wollen, da ist ein URL zu meinem Blog, da kommen die Themen auch immer wieder vor. Nicht nur die, sondern ich bin recht breit unterwegs, aber auch die. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Entschuldigung, dass ich 4 Minuten überzogen habe. Ich hoffe, es waren Neuigkeiten für jeden dabei. Überlegt euch in Zukunft bitte dreimal, ob ihr freie Software einsetzt oder geschlossene Software. Und das, was ich hoffe, das hängen geblieben ist, es sind nicht nur die Kaufkosten, was ausschlaggebend sind bei dieser Entscheidung, sondern es hängt da noch viel mehr dran. Und man muss gewichten, was ist einem selber wichtig, wohin investiere ich, in eine amerikanische Firma, wo die Dollar weg sind, oder in mein eigenes Wissen. Das ist der hauptsächliche Punkt, um den es mir gegangen ist. Danke sehr.